Mein Name ist Lena, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Tutzing am Starnberger See. Mit 7 Jahren haben mich meine Eltern an den Segelsport herangeführt und da auch mein Vater mal eine Olympiakampagne gemacht hat, war es früh mein großer Traum, selber einmal an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Segeln ist mehr als nur ein Sport. Auf dem Wasser gibt es nur dich, die Elemente und dein Boot. Meine größten Erfolge sind der Deutsche Meister und der Vize-Europameistertitel in der vorolympischen Bootsklasse sowie der 8. Platz bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2018. Unser nächstes Ziel ist ein Platz unter den ersten 20 Booten bei der Europameisterschaft 2019. Mein Name ist Theresa, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Holzkirchen. Schon als kleines Kind nahmen mich meine Eltern mit zu Segelbooten und machten mit mir Segelturns. Und mit 8 Jahren lernte ich Segeln am Tegernsee in meinem Heimatrevier. Von da an war ich Feuer und Flamme fürs Segeln. Ich konnte dort meine Freunde treffen und viel Spaß haben. Jedoch packte mich nach den ersten Wettkämpfen der Ehrgeiz und ich wollte einmal zu den Besten gehören. Das Besondere am Segeln ist, dass man immer in der Natur ist und verschiedene Kulturen und Landschaften kennenlernt. Neben dem deutschen jüngsten Meistertitel konnte ich in meiner Karriere 3 Bronzemedaillen bei deutschen Meisterschaften sammeln und dieses Jahr den 8. Platz bei der Junioren-Weltmeisterschaft erreichen. Für 2019 ist unser großes Ziel, dass wir unter die Top 20 bei der Europameisterschaft kommen. In Cuperia haben wir einen großartigen Unterstützer gefunden, der uns auf unserem persönlichen Weg zu den Olympischen Spielen begleitet.